Einen kleinen Moment bitte. Sie können Ihr Gespräch gleich weiterführen. Servus, Julia. Hallo. Wie geht's da? Ja, bis auf die Augen geht's mir eigentlich nicht gut. Ich muss die Augen entzünden. Durch den Sand? Ich vermute es. Das hat gestern am Abend angefangen. Beim Blinzeln ist ja jedes Mal, dass irgendwas so kratzt. Und jetzt war ich schon bei dem Doktor. Ja. Und der hat jetzt mal ausgespült und da säumt eine. Aber es ist halt, ja, Kontaktlinsen kann ich im Moment noch keine geben. Gestern hast du gekämpft. Es war nicht mehr so schlimm wie bei der zweiten Etappe. Erstens mal, weil ja dieser Patrick, glaube ich, hat er gehabt. Patrick, der war ja auch, der ist ja auch gesteckt. Es war so lustig, weil ich bleib stecken, nichts mehr gegangen. Und dann habe ich mir so gedacht, Scheiße, was tue ich denn jetzt? Hab kicken wollen, aber der ist ja auch nicht mehr gegangen, gar nichts. Dann habe ich gedacht, so, na gut, dann schaue ich halt einmal auf die Düne auf, geht die Düne auf. Schau so, aber dann winkt mir von drei Dünen hinter mir dieser Patrick so, ja, da bin ich zu ihm umgegangen und habe gefragt, was sein Problem ist. Und ich sagte, ja, keine Batterie. Und ich sagte, ja, das habe ich auch. Und sind wir gestanden, haben probiert, aber er hat ja nicht einmal einen Kickstarter. Und dann haben wir überlegt, was machen wir. Dann haben wir die Orga angerufen, ob wir warten sollen, bis gesagt, ja, was ist der Truck eben kommt. Ja. Oder ob wir zum CP34 gehen sollen, das war ja 2 Kilometer weg. Ja, und dann haben die gesagt, naja, wir sollen dabei noch warten. Und dann sind hinten Jeeps gewesen, ein paar Dünen weiter hinten. Dann haben wir gesagt, na gut, dann warten wir, bis sie kommen, ob sie uns vielleicht Starthilfe geben können. Dann haben wir das Moped von Patrick angestarrt. Dann sind wir bis zu meinem Moped 4. Das ist aber so blöd gestanden, dann wollte dir der Patrick Starthilfe geben mit seinem Moped. Natürlich ist er am seinem Moped neben meinen wieder angestanden. Dann sind wir beide wieder dort gehängt. Dann ist der Jeep gekommen, dann haben wir meine angestarrt. Dann haben wir in Patrick seine wieder angestarrt. Dann sind wir weitergefahren. Ja, nur jedes Mal, wenn du irgendwo hängen bleibst, beziehungsweise fliegst hin und dann stirbst du wieder ab. Aber wir haben ja gewusst, das ist ja nur mehr 1 Kilometer dünnen. Da kämpfen wir uns schon irgendwie durch und dann haben wir es gemacht. Die Jeeps haben uns 5-mal Starthilfe geben müssen noch. Es ist immer so, 2 Dünen gut gegangen und dann sind sie wieder gekommen, haben Starthilfe gegeben. Und so habe ich wieder irgendwo gesteckt, weil es waren so, schon so tiefe Spuren. Und teilweise hast du sogar außen nicht rumfahren können, weil es dort eben so steil war, dass du dort stecken geblieben warst. Oder es war abfällig, sodass du halt runtergeflogen warst. Das heißt, wir haben teilweise durch diese fetten Spuren durch müssen. Und wenn da aber der Truck vorher durchgegangen ist, dann kannst du dir vorstellen. Das war eine Spaß. Ich schaffe nicht, weil die Dünen. Dann habe ich irgendwie geschafft, dann sind die Jeeps hinter uns weitergefahren und bin eben mit dem Patrick gemeinsam und dem einen Jeep sind wir gefahren. Ja, dann haben wir das Ende von der Zeit Etappen gehabt. Dann ist aber der Patrick, glaube ich, mit seinem Service-Truck weitergefahren. Und ja, ich bin da mit dem Jeep ins Biwak gefahren. Ja, er ist hinter mir nachgefahren und ich bin vorausgefahren. Ich habe nichts mehr gesehen, du siehst keine Spuren mehr, gar nichts. Das ist so richtig anstrengend für die Augen und für den Kopf. Da zahlst du eh schon den ganzen Tag ab, bist fertig und dann siehst du nichts. Die Straßen waren dir wurscht gewesen, da siehst du ja genug. Aber so mit den Löchern und plötzlich hast du wieder Warenboden, plötzlich ist es wieder hart, dann hast du wieder einen fetten Star und meistens siehst du aber alles, wenn es schon zu spät ist. Aber ich bin ins Ziel gekommen. Alles klar, du, dann einen schönen Tag noch und wir hören uns heute sicher noch. Ja, danke. Ja, danke. Tschüss.